Carsten Kammerlander ist Hobbyimker und kümmert sich seit 3 Jahren um die Bienen, die auf dem Dach des Gasteigs hausen. 3 seiner 8 Bienenvölker haben den Winter aber nicht überlebt. Es ist nicht ganz unnormal, dass Bienen sterben im Winter. Da gibt es viele Faktoren, die dann nicht richtig laufen können. Aber es waren dieses Jahr schon viele. Ich denke, das hat auch mit dem langen Herbst letztes Jahr zu tun, wo die Bienen geflogen sind und nicht viel gefunden haben. Über den vergangenen Winter sind knapp 16% der bayerischen Bienenvölker gestorben. Das größte Problem ist die sogenannte Varroa-Milbe. Der Parasit schadet den Larven und überträgt gefährliche Viren. Die Milben können zwar mit organischen Säuren entfernt werden, allerdings ist der Parasit für Imker und Bienen der größte Feind. Wenn sie einen Imker haben, die Bienen, dann geht es ihnen, glaube ich, sehr gut. Wenn ein Volk wegfliegt und wir es nicht einfangen können, dann geht das, heißt es, bis zum Herbst ein. Also die können nicht mehr ohne den Imker. Früher ging das, da konnte man wilde Bienen sehen sozusagen, die dann auch Honigbienen, die sich da irgendwo eingenistet haben, aber das ist heute nicht mehr möglich. Die Gasteigbienen sind 2011 im Rahmen der Initiative München summt als erstes prominentes Münchner Bienenvolk auf das Dach des Kulturzentrums gezogen. Ein Ort mit perfekten Bedingungen. Bienenvölker werden gerne geklaut, also das kann hier oben glücklicherweise nicht passieren und man hat hier auch schöne Ruhe und es ist ja auch hier um uns herum ganz viel Grün und viele Bäume, wo die Bienen ganz gut Nahrung finden. Also das ist, in der Stadt ist es heutzutage besser zu imkern als auf dem Land, weil da wird es ja gespritzt und bei uns hier in der Stadt wird ja fast nicht gespritzt. Carsten Kammerlander will seine Bienenpopulation in diesem Jahr wieder vergrößern, damit wieder mehr Bienen über Münchens Dächer fliegen.